Nie habe ich damit gerechnet, dass das so immens und so gewaltig einfach wird. Wenn ich dir erzähle, dass dieser Garten vor 5 Monaten noch so aussah, dann würdest du mir vermutlich nicht glauben, oder? Das ist Katrin, sie ist Romanautorin und wir durften sie und ihren wunderschönen, frisch angelegten Bauerngarten besuchen. Ich sag's euch, ihr werdet aus dem Staunen nicht rauskommen. Das ist unglaublich. Ich hatte ja diese Idee von dem Bauerngarten und wusste, wir müssen uns hier so Mini-Hochbeete schaffen. Und das war schon ein Familienprojekt. Eigentlich wollte ich ja im März schon anfangen, hier die ersten Pflänzchen einziehen zu lassen. Es hat nicht ganz geklappt, weil wir dann erst, ich glaube, im April angefangen haben oder vorher gar nicht anfangen konnten hier mit dem Beetbau. Und wer ist das? Das ist halt Mut. Der ist echt cool. Ja, habt ihr alles selber gemacht? Alles selber gemacht. Die Nachbarin oben, die hat einen Bauernhof, da haben wir das Stroh bekommen. Und dann haben wir an einem Nachmittag zusammen mit den Kindern hier Helmut zusammengebastelt. Der ist jetzt nicht wegen der Vögel. Ich mag meine Vögel. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Vögel lassen sich sowieso nicht abschrecken. Also die hüpfen hier durchs Beet und zerren den Mulch wieder raus. Es sind jetzt 45 Quadratmeter Anbaufläche. Ich glaube, der Garten an sich mit dem Außenrum sind knapp 100. Also ich habe das ja auch nicht geglaubt, dass du anfangs sagtest, halbe Stunde oder Stunde in der Woche würde ausreichen. Habe ich nicht gedacht. Mit dem Mulch wächst kaum Unkraut. Klar, das eine oder andere habe ich, aber wenn man da hinterher ist, dann geht es auch schnell. Wir hatten im alten Garten tatsächlich schon angefangen zu gärtnern, allerdings nur auf ganz, ganz kleinem Niveau. Also ich hatte ein bisschen mehr Platz, weil wir hatten schon einen kleinen Garten, aber der war lange nicht so groß wie das jetzt hier. Himbeerpflanzen waren drin und ich hatte jedes Jahr 2, 3 Tomatenpflanzen. Aber das war's. Mehr hatten wir nicht. Und halt das Hochbeet für Pflücksalat. Dann ist es ja auch alles einfach neu. Neu. Alles neu. Alles neu für mich. Das ist so beeindruckend. Die ersten Schwierigkeiten, die wir hatten, lagen einfach in der Bodenbeschaffenheit hier auf der Schwäbischen Alb. Wir haben einen sehr lehmigen, sehr steinigen Boden. Also ich musste tatsächlich in Kübeln gärtnern, weil die Tomaten mir einfach nicht gewachsen sind. Nachdem wir dann jetzt hier das Haus gekauft hatten mit dem großen Grundstück dabei, war das wirklich mein erklärter Traum. Ich hatte so eine Vision und ich wollte mal einfach mein eigenes Gemüse, mein eigenes Obst anbauen und das dann auch so in dem Stil, dass das alles ein bisschen Hand und Fuß hat und dass man da auch mehrere Jahre von zehren kann. Also das war jetzt nicht so geplant, dass ich einmal eine Zucchini-Pflanze haben möchte, sondern ich wollte das schon für Dauer angelegt haben. Und dann habe ich hier natürlich dasselbe wieder vorgefunden. Und dann wurde das Unterste zu Oberst gekehrt, weil aufgrund des Baus dann eben die Bagger hier auch durchgefahren sind. Und dann war das alles so richtig fürchterlich verdichtet. Und dann wusste ich schon, es gibt eine Menge Arbeit, das hier jetzt von vorne wieder aufzubauen. Die Nachbarn haben gesagt, auf dem lehmigen Boden wächst dieses Jahr überhaupt gar nichts. Und das kannst du vergessen, dass du hier irgendwas ernten wirst. Dann musste ich schon wirklich die Augen zusammenkneifen und mir die Finger in die Ohren stecken und zu sagen, nein, ich mache das so, wie Marie das sagt. Selbst die Nachbarn kommen jetzt und sagen, na ja, klar, mit der tollen Ernte, da kann es ja nur was werden. Ich finde das so cool, weil das ist ja dein erstes Gartenjahr hier. Ja. In einem komplett neuen Garten. Ja. Und alles wächst so gut. Ja. Das sind aber auch super Kursunterlagen, muss ich fairerweise jetzt echt auch sagen. Ich habe Katrin kennengelernt, weil sie Teilnehmerin in meinem Online-Kurs Gemüsegarten starten ist. Und zu sehen, was der Kurs da draußen in der Welt bewirkt und was für wunderschöne Gärten dadurch schon entstanden sind, ist einfach unglaublich. In Gemüsegarten starten zeige ich meinen Kursteilnehmern nämlich Schritt für Schritt, wie sie einen prächtigen, üppigen Gemüsegarten anlegen und damit möglichst wenig Arbeit haben. Wenn du da auch mit dabei sein willst, dann bekommst du mit dem Rabattcode Karotte im Moment 20% Rabatt, aber beeil dich, wenn du noch mit dabei sein willst, weil ich den Kurs nämlich Ende Juni schließe für den Rest des Jahres. Aber jetzt ist gerade so noch ein guter Zeitpunkt, um den Garten anzulegen. Also freue ich mich, wenn vielleicht der ein oder andere von euch mit dabei ist. Wir essen sehr viel Gemüse im Moment. Zucchini essen wir, glaube ich, gerade in allen Formen und Farben. Das Einzige, was ich im Moment noch kaufe, sind Paprika, weil die noch nicht ganz so weit sind. Den Rest hole ich von hier. Tatsächlich hole ich von hier und wir essen alle von, werden auch alle von satt. Ich habe Karottenschwämme, aber ich brauche tatsächlich sehr viel Karotten. Das war mit dem Grund, warum wir das alles hier angelegt haben. Ich habe Rheuma, eine relativ aggressive Form. Ich weiß auch nicht, wie lange das gut geht. Das war jetzt ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte mein eigenes Gemüse einfach verzehren. Ja, meine Heilpraktikerin hat mir empfohlen, Karottensaft zu trinken. Ah, okay. Ich presse jetzt wirklich jeden Morgen Karotten. Ach.
Die Hühner freuen sich total über den Abfall. Mhm. Und deswegen habe ich in jede Ritze, wo ich irgendwo noch gefunden habe, wo ein Platz im Beet war, habe ich Karotten reingemacht. Ja. Also die Kinder haben das schon ein bisschen skeptisch hier betrachtet, weil so die Gemüsefans sind sie jetzt nicht. Aber tatsächlich haben jetzt auch meine Töchter festgestellt, dass Erbsen, die man direkt vom Strauch wegnimmt und die man dann auch hier im Beet noch naschen kann, dass die wesentlich leckerer schmecken als das Zeug, was man tiefkühlmäßig kauft, sodass jetzt auch meine Töchter eigentlich schon überzeugt davon sind. Und dann waren ja auch Dinge dabei, wo du auch gesagt hattest, das ist kein Anfängergemüse. Wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt mein Joker. Du hast gesagt, ist kein Anfängergemüse. Wenn es doch was wird, kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ja, das kannst du sowieso. Und wenn es nichts wird, dann habe ich es wenigstens probiert. Mhm. Aber selbst der Brokkoli ist geworden. Sehr gut. Tatsächlich brauchen einzelne Pflanzen nächstes Jahr mehr Platz. Auch die Gurke, das habe ich unterschätzt, wie immens groß die werden. Dann habe ich den Ertrag teilweise unterschätzt, jetzt gerade beim Spinat oder so. Wo ich gedacht habe, na komm, die zwei rein, das passt jetzt schon noch, da machst du Spinat rein. Dass der jetzt so explodiert und wir quasi in Spinat ertrinken, habe ich nicht mitgerechnet. Und ansonsten finde ich jeden Tag irgendwas, wo ich dazulerne. Also ich weiß jetzt, dass Tomaten auch unten austreiben können. Und selbst wenn du immer oben fleißig am Gucken bist und alles ausgeizt, dann wachsen unten auch Triebe raus. Und dann bist du zwei Tage nicht da. Und dann kommst du ins Tomatenhäuschen nicht mehr rein, weil da jetzt Tomatenurwald herrscht. Der Kurs, also den habe ich ja richtig entgegengefiebert. Was ich total sympathisch fand, waren die ganzen zahlreichen Tipps. Also welche Samen soll man vorkeimen lassen? Man kann ja gar nicht alle Krankheiten und Schädlinge selber kennen. Nee. Aber die Gruppe, ja. Da ist immer irgendwer, der das auch schon mal hatte. Ja, Facebook-Gruppen leben ja auch viel davon, dass gestritten wird und dass Leute provozieren und... Also ich bin da kein Fan von, aber tatsächlich in der Gruppe wurde mir jetzt schon so viel geholfen und die Menschen sind da so freundlich untereinander. Ja. Ich genieße das total. Also der Austausch ist einfach unfassbares Wissen, was da ausgetauscht wird. Ja. Also ich finde es schön, weißt du, wenn man dann abends hier stehen kann und mit dem Schlauch oder der Gießkanne dann rumläuft, das genieße ich schon. Rotkohl haben wir noch drin. Und riesigen Brokkoli. Den ersten habe ich geerntet, der hatte 980 Gramm. Oh, wow. Und der ist größer jetzt, der ist definitiv größer. Hier hast du ja auch einen Gründünger. Ja, weil ich habe ja zu spät angefangen. Mein Garten war ja nicht fertig und dann hatte ich hier Platz und das Beet wusste ich nicht, was rein. Und dann habe ich mir Gründünger einfach besorgt, weil ich ja gelernt habe, dass nichts unbepflanzt sein soll. Die Fassilie ist ja auch zu toll, weil es nicht nur gut für den Boden ist, sondern auch für die Bienen. Ja, genau. Und Physalis? Ja, die wachsen in unseren Breitengraden auch, habe ich nicht mitgerechnet. Aber es hängen tatsächlich die kleinen Lampions hier dran. Am meisten stolz bin ich darauf, dass hier Dinge wachsen, von denen ich nicht gedacht habe, dass sie in Deutschland wachsen. Pflanzen, die Wärme brauchen, also wie jetzt beispielsweise eine Aubergine oder sowas, wusste ich nicht, dass die hier wachsen können. Oder ja, dann Melonen, also da bin ich auch davon beeindruckt, wie groß die werden können. Ohne deine Anleitung und auch das super Handbuch, wo mir jetzt schon bei Pflanzenkrankheiten und Schädlingsbefall einfach geholfen hat, wäre das nicht so geworden. Ne? Und dann hätte ich wahrscheinlich kapituliert, was sehr schade gewesen wäre. Und was ich wirklich stolz drauf bin, dass der Kohl so schön wächst. Du hast ja diesen Kohl-Guide da gemacht, wie man dann mit Urgesteinsmehl und was man da am Anfang alles dem Boden Gutes tun kann. Und da bin ich schon stolz drauf, dass du gesagt hast, das Anfängergemüse schlechthin ist es nicht. Aber es wächst jetzt und es schmeckt super lecker. Der ist auf jeden Fall der Hammer. Der ist so schön. Ich bin beeindruckt, was aus so einem kleinen Samenkorn für eine riesige Pflanze wachsen kann. Sind das einfach alte Paletten, die du so aufgestellt hast? Hatte ich aus der Gruppe die Idee. Ihr habt ja jetzt auch Hühner. Ja, sollen wir die mal? Ja, gerne können wir den Hühnern noch alles sagen. Helga findet es total spannend. Und natürlich stehen sie auf Mehlwürmer. Oh,
Ja, und ihr habt die von Rettet das Huhn, ne? Ja, genau. Da kann man Hühner aus Ställen übernehmen, genau, aus der Landwirtschaft, die genau sonst geschlachtet werden würden. Wir hatten die letzten 3 Tage jeden Tag 6 Eier. Also 6 Hühner, 6 Eier. Ich habe auch schon Hennen aus so einer Haltung übernommen. Mhm. Das ist so schön zu sehen, ja, wie die dann aufblühen. Ja. Und die haben auch, bis sie 5 oder 6 waren, fast jeden Tag ein Ei gelegt. Ich bin gespannt, wie alt sie jetzt werden, weil die sind ja noch gar nicht alt. Ne? Mhm. Die werden ja aussortiert, wenn die das erste Mal in die Mauser kommen. Die sind aber schon sehr zutraulich dafür, dass ihr die erst so kurz habt. Ja, es sind Haustiere, die im Freien leben. Ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass das so was Schönes sein kann. Es passt auch einfach gut, Hühner und Garten. Ja, und also mich macht schon ein bisschen stolz, wenn ich jetzt hier so runter gucke. Ist schon schön. Ja, solltest du auch sein. Schon schön. Das ist also wirklich, ja, richtig toll geworden. Ja.